Ja, hallo, servus und grüß euch beim Tempel Popo am Berg. Hast du nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Wir haben uns dagegen durch einige Gegnerhorden durchgeschnetzelt. Da hinten ist das letzte Bonfire und ich fühle mich echt unwohl. Wir hatten schon lange kein Bonfire mehr und das alles nochmal machen, habe ich irgendwie echt keinen Bock drauf. Aber es hilft nichts, wir müssen weiter. Das Schlimme ist halt, jeder Fehler, den ich mache, kann der letzte sein. Jetzt. Er ist halt voll auf uns aufmerksam, aber könnte auch sein letzter Fehler sein. Oder meiner. Je nachdem. Oh, hätte ich mir jetzt voll sparen wollen eigentlich. 800 Gold flocken. So viel zum Thema, wir wählen den leichten Weg, ne? Weil ich glaube nach wie vor da unten wäre es stressiger. Da haben wir 1, 2, 3 Mönche, aber da hinten ist sicher was Geiles zum Looten. Wir sehen uns mal ein bisschen weiter oben um. Vielleicht kommt ja jetzt irgendwann mal wieder ein Bonfire. Glaub's ja fast nicht. Scheiße. Würde mich aber beruhigen irgendwie. Oh, da versteckt sich ein Dicker. Ja, hab dich. Wow, ein Dicker mit Schild. Scheiße. Okay, los. Guten Tag. Läuft. Im wahrsten Sinn des Wortes. Scheiße. Oh Mann. Ja, da kann sie wieder nicht festhalten. Unser super Shinobi. Egal. Die suchen mich jetzt alle da unten. Einfach zu viel dicke Leute in Japan. Achtet doch mehr auf eure Ernährung. Ich dachte, ihr seid so gesundheitsbewusst und so. Aber wie sie uns der gesehen hat, ich weiß es nicht so genau. Ich meine, andererseits, ich stehe dazu. Keine Gefangenen! Zahlt sich das aus da hinten? Gibt's da irgendwas Sinnvolles? Wow! Eine arge Hundemeute? Ich meine, die müssen ja irgendwas Cooles bewachen, oder? Lieber die Giftechse wegäumeln als wie die Hunde, weil die kann ich notfalls lockerlässig so eliminieren. Ja, wie er jetzt schon langsam aufmerksam wird. Hey, da passt was nicht. Meine Hunde. Gehen vor die Hunde. So, was haben die bewacht? Wenn das jetzt eine fucking... Echt jetzt. Naja, wenigstens keine unnötige Perle. Ey. Was ist denn das für ein Weg eigentlich? Moment.
Oh, wie viele! Das ist so quasi der Weg des Giftes. Gibt es so den Weg des Samurai, der Weg des Shinobi und in dem Fall der Weg des Giftes. Ich höre ja noch irgendwo so eine Kröte rumschnitzen. Naja, dann machen wir das mal. Ich wollte ja sowieso mal dieses Dach besuchen. Es könnte aber auch das Wasser sein, das da tropft. Shinobi! Hey! Was ist denn da? Was geht denn da ab? Oh, wie viel von den Dingern? Oh, nee. Da ist schon wieder so ein... Da ist schon wieder so eine Kröte und wir haben nicht mehr so viel Feuerwerk im Gepäck. Das ist kacke. Ohne Feuerwerk macht es keinen Spaß, irgendwie, ehrlich gesagt. Aber ich befürchte mal fast, wir müssen da runter. Okay, einen haben wir im Abzug. Heil dich, Alter. Gebetsperle! Nice! Shit. Oh! Okay, dich kleiner Scheiße könnte ich jetzt auch noch gleich, nachdem ich mich geheilt habe. So, wir haben doch Löschpulver. Glaube ich, hoffe ich. Haben wir nicht? Löschbruder. So. Ah, Zerschießpulver. Oh, geil. Richtig schön viel Materials zum. Da hinten haben wir noch was vergessen. Okay, jetzt ziehe ich mich da um. Ich hoffe, ich vergesse da nicht zum zweiten Mal noch das da hinten, was wir vergessen haben zu looten. Und das war's? Mehr ist da nicht? Dafür den ganzen Stress? Naja, Stress war es jetzt nicht wirklich. War eigentlich eher ziemlich easy. Komme ich da noch irgendwie hoch? Könnte ich mir vorstellen eigentlich fast. Nein, komme ich nicht. Da habe ich einmal eine vermeintlich coole Idee und dann ist das halt einfach so, weil es nicht funktioniert. So, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Wo war, hallo, Ausgang. Ach so. Gut, es war mir eine Freude. Hätten wir das auch geklärt. Und jetzt möchte ich... Shit, jetzt müssen wir wahrscheinlich... Wir haben noch ganze heiße 3 Heilbotteln. Und...
da kommen wir jetzt genau dorthin, wo die vielen Dicken und so unterwegs waren. Ich gehe mal in Deckung. So, aber sobald wir da sind, kann ich ja, genau, da gibt es wieder einen Ast, auf den ich flüchten kann, notfalls. Da gibt es mehrere Äste. So, da oben patrouilliert ein Dicker. Gute Nachricht, sie haben es überstanden. So, nur mal zum Checken, dass uns da hinten keiner in den Rücken fällt. Und da oben war eine Menge Gras zum Entdeckung gehen. Das klingt nach einem Plan, aber ihr wisst das, ich und meine Pläne und so. So, hinter dem Stein stand einer. Jetzt natürlich nicht mehr. So, sieht mich der Dicke. Wenn nicht, ist der nämlich der Nächste. Oh, jetzt bleibt er stehen. War klar, ne? So, jetzt müssen wir weg. Das nehmen wir mit. Konfekt kann nie schaden. Konfekt ist gut für die Gesundheit. So, bin nicht hier. Aber jetzt wäre es echt schon langsam geil, wenn irgendwo eine Bonfire. Ich sage immer Bonfire, ihr wisst, was ich meine. Diese Statue zum Heilen kommt, weil. Jetzt bin ich schon ziemlich am Limit. So, wir gehen mal wieder die Außenrunde. Wir spielen einen auf sicher. So, vom Mönch selber habe ich weniger Angst, aber der Dicke mit dem Schild, der ist unangenehm, glaube ich. Aber bin mir ziemlich sicher. So, wo sind denn die jetzt? Sind die beiden. So, einfach mal beobachten. Jetzt blendet er mal ein, was ich blinken kann. Oh, das ist schon wieder so ein Explosionsheinz. Scheiße! Was ist das denn? Geh doch hin! Alter! So, bin nicht hier, du siehst mich nicht. Niemand sieht mich. Ich bin eins mit dem Universum und getarnt. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Wieso siehst du mich? Ich meine, es wäre gesünder gewesen, du siehst mich nicht, aber hey, wieso? Achso, looten. So. Meine arme Birne fragt sich gerade verzweifelt, wo war denn der Händler? Ich meine, wir haben eine Menge Kohle zum Ausgeben. Und wir werden eine Menge Kohle verlieren, wenn da etwas schief geht. So, das ist sicher wieder einer, der mit so Bombendings auf uns wirft. Wie viel sind denn das?
So, zwei weniger. Oh, wieder schon ewig lang kein Bonfire mehr war. Oder habe ich schon wieder übersehen? Kann natürlich auch sein. Das wäre richtig kacke, weil der Weg ist jetzt schon ziemlich immens. Ich meine, ich bin jetzt schon seit über einer Stunde unterwegs auf der Reise. Oh shit. Kann ich da übers Dach? Nein, kann ich nicht. Das sind diese... Boah, wie fies. Da hinten sind die mit den beiden Klingern und die sind ja richtig hardcore. Scheiße. Geht's da irgendwo rein oder so? Ich meine, okay, den einen können wir eventuell wegsnipern. Für den zweiten haben wir Feuerwerk. So, wir lassen ihn mal bis zu seiner... bis zum Ende gehen. Und da müssten wir den ersten erwischen. Weil der geht da doch ziemlich langsam, der zweite. Und dann hoffe ich, dass da jetzt bald irgendwo ein Bonfire kommt. So. Wenn da jetzt ums Eck wer steht, bin ich so fällig. Okay, wir haben Glück. Ja, what the fuck? Oh shit, das sind... Wie viel... Nee. Könnt's mich gern haben. Scheiße! Die sind zu aufmerksam. Einfach so. Vielleicht hätte man doch diesen Schleichskill lernen sollen. Beruhig dich doch, du Scheiße. Ich meine, ja, die Intelligenz von einigen Gegnern ist jetzt nicht unbedingt die beste. Er geht hinter die Wand und dann wirft er mit Sternen nach uns. Kann man machen, ist natürlich eine valide Taktik. So, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Nein, haben wir nicht. Warum sollten wir auch? Dreh uns doch bitte den Rücken zu. Das sind drei, verdammt nochmal. Wieso uns der gehört und gesehen und hast noch nicht gesehen hat, ich weiß es nicht. Shit. Sind da drinnen? Oh, da ist wieder so ein Kollege. Aber halt irgendwie absolut kein Bonfire. Ja, ich muss an den beiden vorbei. Wir versuchen es nochmal. Die sind halt ziemlich hardcore im direkten Nahkampf. Wow, ich hab schwitzige Hände. So ganz langsam und leise. Wenigstens einen von beiden.
Ah, der schaut in meine Richtung, deswegen gibt er Schieben. Ah, shit. Nee, vergiss es. Ah, weg. Die sind aber auch lästig. Das sind einfach, das geht nicht, das sind zu viele. Ich hab kein Kügelchen mehr. Oh, ich bin jetzt zu weit gekommen, um dass mich die da jetzt einfach komplett umbalzen. So, einer. Vielleicht geht ja das. Scheiße, und jetzt ist der zweite schon wieder da. Die Leute, Suicide Run, wir versuchen es. Ich meine, ich muss doch von denen irgendwie wegkommen. Es kann ja nicht sein, dass die Pain in the Ass Arschlöcher. Oh shit, das kann sein. Da gibt es auch kein Bonfire, kein gar nichts. Ich bin so fällig. Das war so dumm, die Aktion. Weg da! Ich bin auf der Durchreise. Ich habe nicht vor, euch beizutreten und zu viel. So, tschüss. Shit. Was ist hinter mir her noch? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Ich habe nichts zum Heilen, es gibt kein Bonfire. Keine Ahnung, wo ich bin, warum ich da bin. Jesus, bitte lass da jetzt irgendwo ein Bonfire sein. Fuck. Ich habe das sicher übersehen. Ich bin dreimal daran vorbeigelaufen. Ist doch kacke. Da hinten? Nö, auch nicht. Nein, da sitzen wieder nur eine Menge von diesen Aha-Löchern, die mir das Leben schwer machen. Oh, ur viele. So, wir wissen ja... Ah! Oh mein Gott. Mir egal, mach Lärm. Puh.
Das macht mich glücklich. So, wo war denn... Ich würde gern Geld ausgeben. 1378. Wo war denn der Händler? Glockendämon-Tempel. Wo sind wir denn jetzt? Moment mal. Hauptsaal. Reisen. Da nicht, da nicht. War der da? Shit, ich möchte unbedingt Geld ausgeben. Vor allem, ich meine, ich werde sicher jetzt bald wieder sterben und puh, wir haben eine Menge Kohle im Gepäck. Aber wo war denn der? Da war er nicht. War der da? Tempelgelände, wir schauen mal nach. Ich weiß es nicht. Glaub, oder? Verdammt, wo war denn der Händler? Oder doch auf der anderen Seite? Da oben? Nee. Oh, ich kann mich voll nicht dran erinnern. Tio. Und nun? Es war doch... Da war ja auch irgendwo ein Händler. Ja, der Affe, der steht uns auch noch bevor. Da war er, glaube ich, auf gar keinen Fall. Hauptsaal nicht, Glockendämon hast du nicht gesehen? Shit, ich weiß es nicht. Ich meine, wo wir hinschauen könnten. Mal zurück zum Maroden Tempel. Oh, das stört mich jetzt, dass ich nicht weiß, wo der Händler war. So, Kürbissamen, was ist das? Braucht man nicht. Subimari-Beschreibung. Kodachi Kurzwort Sabimaru. Das haben wir ja eigentlich schon. Aber wir werden da jetzt zumindest 1000 Flocken in schwere Geldbeutel umtauschen. Dann können wir die nämlich nicht mehr verlieren. Das ist der Plan dahinter. Und 3 Kügelchen können wir uns kaufen. Yay! Haben wir 25 auf Lager. Ja, ne, dann. So, fühle ich mich schon wieder ein bisschen wohler. Und dann geht's zurück zum Senpo-Tempel Berg Kongo. In den Hauptsaal, oder? Nee. Hauptsaal. Doch. So, sobald wir das öffnen, das lassen wir zu, weil sonst haben wir diese Doppel-Axt schwingenden Arschlöcher auf der Backe kleben. Und wir werden jetzt einfach, weil die ja jetzt alle zum Leben erwachen. Wir looten uns durch, ignorieren die, weil soweit ich weiß, die sitzen halt nur rum und haben halt diese ekligen Auswüchse. Da ist noch eine Tür. Moment. Kann von dieser Seite aus nicht geöffnet werden. Ich hätte da gar nicht rumlaufen müssen wahrscheinlich. Oh, jetzt hat sie. Ah, schon ist der da draußen getriggert. Ah nein, das ist der da. Egal, wir looten da jetzt mal. Oh, wir hätten gar nicht komplett außen rumlaufen müssen.
Ja, das ist natürlich jetzt auch doof, weil die kotzen uns da jetzt diese ganzen Viecher entgegen. Ah, guck. Komm ich da rüber? Oh shit. Tropfen Drachenblut. Nice. Ja, aber ansonsten? Und du so? Ich sehe sonst nicht wirklich was Sinnvolles. Geht's oben weiter? Nee. Na, no, müssen wir wirklich in die Höhle? Scheint fast so. Naja, dann machen wir das mal. Fackel wäre halt geil. Das lief beim ersten Mal auch besser, ha? Wie unheimlich. Oh, das war ein geiler Move. Das war ein sehr geiler Move. Wo sind wir denn jetzt? Da geht's weiter, dann sehen wir uns nochmal diesen kleinen Gang an. War richtig spannend. Also kleiner Gang. Geht's ja auch normal weiter. Shit. Hä? Bin ich jetzt einfach mal so im Kreis gelaufen? Weil ich's kann. Ja klar, da waren wir schon mal. Da hätte ich da einfach reingehen können. Ohne springen. Naja, gut. Ich spiele sehr blind. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich spiele richtig blind vor mich hin. So, dann geht's halt da lang. Soll so sein. Mibu-Ballon des Geistes. Wo? Ich höre dich keuchen, Alter. Oh, urviele. So, durchgeschnitzt, komplett unauffällig, keiner hat's gemerkt. Aber das mit dem Haupttempel lässt mir trotzdem keine Ruhe. Ich meine, es muss ja einen Sinn haben, einen Grund haben, warum wir uns da so...
so lange und extrem durchkämpfen mussten und dann ist dort nichts. Da muss irgendwas, habe ich übersehen. Irgendwas muss dort sein. Kügelchen. Shit. Da hätten wir noch was looten können, da drüben. Oh, das ist, da oben ist sicher wieder irgendein Boss, der uns das Leben heiß zur Hölle macht. Aber was soll's, ich meine, jetzt sind wir schon mal da. Ich zögere das Unvermeidliche mal wieder hinaus und laufe da im Kreis. Einfach nur zum Lage checken. Na dann. Oh, kein Boss. Senpo Esoterik Text. Ein Buch, das das Erlernen von Fähigkeiten des Senpo-Stils ermöglicht. Die Jünger des Senpo-Tempels meisterten im Streben nach Tugend die Kampfkünste. Unabdingbar sind die eigenen Fäuste und strenge Disziplin. Naja, die helfen ihnen eigentlich nicht viel, weil das haben wir ja schon mitbekommen. So one by one sind die ziemlich schwach. Sie wurden jedoch von einer Besessenheit für die Unsterblichkeit ergriffen, die seine Lehre als auch seinen Stil unkenntlich machen. Naja gut, jetzt haben wir einen Esoterik-Text, mit dem wir nicht viel anfangen können. Das war's. Dann sind wir da aber auch nicht richtig. Ich check's nicht. Sonst war da ja nichts. Sackgasse, eine nach der anderen. Ich meine, wir könnten den Affen bekämpfen. Nicht in der Folge, weil 37 Minuten Aufnahmezeit. Aber... wie geht's weiter? Da noch irgendwo ein Weg? Auch nicht. Ha, verdammt. Gut, wenigstens die Höhle können wir uns jetzt schenken in Zukunft. Lara Shinobi Croft hat das erkundet. In Esoterik-Text, den wir nicht benötigen. Aber wie es jetzt weitergeht? Moment, da hinten ist noch was zum Looten. Ich meine, es muss ja einen Grund haben, warum. Und es ist ein Bonfire da, also ich raste nochmal. Ah, da! Scheiße, nicht das Glöckchen läuten. 38 Minuten Aufnahmezeit. Ich will jetzt keinen Boss haben. Läut nicht das Glöckchen. Danke. Glocke der Halle der Illusion. Eine fünfstrahlige Glocke aus veralterter Brose. Mehrfach anwendbar. Wenn sie erklingt, kehren Affen und Wölfe in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Ein im Wandschirm gefangener Affe kann durch den Klang der Glocke nicht entkommen.